was man da alles machen kann. Kave, Kutt, Sand. Es ist arschkalt. So, Freunde, wie ihr seht, unvollständig in Halle 2. Das heißt, es gibt Zweirad-Action mit unserer Aprilia SR50. Heute verbauen wir die neuen Aprilia-Teile. Alter, Zucker. Merci nochmal an alle, die mir geschrieben hatten. Jo, ich habe wirklich alles neu bekommen. Nicht nur den Blinker, sondern alle drei Rücklichtgläser. Es ist wirklich Amok. Hier sieht man es. Original Aprilia-Teile, original verpackt. Richtig geil. Zudem habe ich noch kleine Überraschungen, aber die zeige ich euch gleich. So, sieht man nämlich so. Also, ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe die Teile ausgepackt und jetzt gibt es noch was Kleines oben drauf, weil bei uns im Shop gibt es jetzt wieder was. Obacht. Achtung. Für was braucht man die? Die Profis kennen es. Die Originale sind durchsichtig und die sind orange und rot. Genau, die braucht man nur, wenn man Klarglas oder schwarze Blinker-Rücklichtgläser möchte haben. Bei uns gibt es die im Shop als Set. Ich hole die mal raus. Ja, ist geil. Also ihr wisst ja, ich bin ein bisschen Originalfetischist, was sowas angeht, bei Sondermodelle, aber auch nicht vom Tuning abgeneigt. Ja, schön in Schwarz. Das Ganze wird eins zu eins ersetzt durch die Originalen. Zeige euch das mal gerade, dass ihr den direkten Vergleich auch seht. Aber dafür braucht man halt, damit die auch bunt blinken und bremsen, die passende Glühbirne dazu. Hier sind jetzt für vorne natürlich auch noch dabei. Ist ein Komplettset. Oh, das ist schon nice. So, und ich würde sagen, wir verbauen jetzt probeweise mal die schwarze und danach natürlich die Originale. Aber ich möchte doch schon gerne mal sehen, wie das mit den schwarzen aussieht. Natürlich krass, wenn ich den Scheinwerfer drauf leuchten lasse, ist es nicht mehr so schwarz, wie es eigentlich ist. Man sieht so aus. Das Ganze müsste man jetzt natürlich im Sonnenlicht gucken, aber es ist schon nice. Ja, passt jetzt vielleicht nicht zu dem Lila so geil, weil er weggeht.
In dem Fall sieht man die orangene Klinkerbirne. Die gibt es auch in Chrom noch bei uns im Shop. Das wäre auch geil. Die sind Chrom und leuchten dann orange. Ja, ich glaube, das müssen wir mal in der Sonne besser sehen. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Die sind auch nicht ganz schwarz. Das soll ja noch ein bisschen verkehrstauglich sein. Jo, Freunde. Also, schwarz haben wir mal verbaut. Muss ich sagen, ist richtig cool. Wirklich richtig cool. Aber ich wollte ja die SR50 so original belassen, wie es geht. Das heißt, wir bauen wieder die schwarzen aus, die rot-orangen rein. Passt einfach besser zur Originaloptik, finde ich. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Zurück in der anderen Halle. Hier ist einfach besseres Licht. Sorry für das andere Licht, aber ich hatte jetzt einfach keine Zeit, das Ganze jetzt noch hin und her zu rutschen. Also, sagt mir mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Lieber die schwarzen getunten oder die originalen April-Rücklichter? Ich habe mich jetzt für die Original entschieden. Ihr wisst, das Fahrzeug soll original bleiben, wie es geht. Und ja. Und was ich noch sagen wollte, es ist arschkalt. Mir friert die ganz Fratz ab. Oh. Was hat denn dort alt vor, hä? Was hat er dann vor? Wir gucken mal, was man da alles machen kann. Alles. Kave, Grind, Polish, Kutt, Sand. Das Miscellaneous. Alles einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über Like auch freuen. Vielen Dank für die ganz lieben Kommentare, wie immer. Alle, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist brutal. Jetzt geht nicht schön, aber wirklich. Ciao.